Liebe Star Wars Fans, ihr kennt es ja. Wieder ist eine Woche vergangen und wieder ist unglaublich viel passiert in der Star Wars Galaxis Far, Far Away. Heute sprechen wir über die neue Serie The Acolyte, über Luke Skywalker in Real Life und über einige Aufnahmen aus dem Jahre 1976, welche uns die Ursprünge von Star Wars zeigen. Jetzt das alles im Video. Und damit auch, hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Party. Und ja, wenn ihr keinen Friseurtermin bekommt und warten müsstet, dann schneidet euch trotzdem nicht selber die Haare. Ich weiß, eure sarkastischen Kommentare, wie meine Frisur aussieht, gerne unten in die Kommentare. Ich weiß, Scotty, du machst auch schon die ganze Zeit dich darüber lustig. Wir wollen uns heute aber nicht über meine Frisur unterhalten, sondern über die neuesten Star Wars News, die zu uns gelangt sind. Und da wird es ziemlich interessant. Die Acolyte, Luke Skywalker himself und C-3PO und R2-D2, wie sie ursprünglich geplant waren. Das alles jetzt im Video. Viel Spaß! News Nummer 1 führt uns zur kommenden Star Wars Serie, die Acolyte. Mit dieser neuen Serie verfolgt Star Wars, sagen wir einmal, Wege, die bisher noch nicht gegangen worden sind. Auf der einen Seite hat Showrunnerin Hedlund die Chance, eine Ära filmisch zu beleuchten, die wir bisher nur aus den neuen Büchern der High Republic kennen. Außerdem ist es die erste Serie, die sich überhaupt nur mit der dunklen Seite beschäftigt, beziehungsweise primär mit dieser einen Seite der Sith. Es soll um eine knapp 20-jährige Akolytin gehen, welche quasi in diesen Sith-Orden aufgenommen werden sollte. Jetzt wurde bekannt, und das nach einem Interview mit Hedlund, dass eine der Autorinnen, welche für die Serie schreibt, zuvor noch nie einen einzigen Star Wars Film im Kino gesehen hat. Und bevor ihr, genau wie ich, bevor ich das gelesen hatte, erst einmal aufschreit und sagt, bitte, was? Wie kann das denn bitte sein? Warum engagiert man so eine Autorin? Diese Autorin wurde engagiert, um nach Hedlunds eigenen Angaben neuen Wind reinzubringen in das Franchise. Natürlich hat die Autorin, nachdem sie engagiert wurde, auch komplette Star Wars Werke nachgeholt. Die Ideen dieser Autorin, welche namentlich natürlich nicht benannt wurde, denke ich mal zum Selbstschutz, seien laut Leslie Hedlund, also der Showrunnerin, sehr, sehr eigen und vor allen Dingen sehr, sehr individuell. Ich bin sehr gespannt, was da für kreative Sachen auf uns zukommen. Ich muss auch sagen, dass The Acolyte, dadurch, dass es irgendwo sehr ausgelagert ist von dieser ganzen Geschichte, gerne mal auch ein bisschen ausprobieren kann, was denn in dem Star Wars-Universum vielleicht noch fehlt oder möglich ist. Als alteingesessener Fan hätte ich besonders in den etablierten Zeiten, wie die Zeit um das Imperium, so etwas nicht gefeiert. Bei The Acolyte kann man es aber gerne mal ausprobieren, weil es einfach so fernab von allem anderen steht. Eure Meinung dazu gerne sehr, sehr konstruktiv und lieb natürlich unten in die Kommentare. News Nummer 2 ist da bei weitem erfolgreicher und zugleich auch ein bisschen traurig. Mark Hamill, aka Luke Skywalker, ist sicherlich für viele Generationen seit den 70er Jahren ein großes Vorbild, als selbstverständlich auch irgendwo ein Held unserer Jugend. Vor ein paar Tagen gab es von Mark Hamill an sich eine kleine Rückblende. Denn, das muss man dabei wissen, er engagiert sich schon seit sehr, sehr langer Zeit für wohltätige Zwecke. So nimmt er es auf sich, auch zum Beispiel krebskranke Patienten in einem Hospital zu besuchen, welche große Star Wars Fans sind, um vielleicht einen letzten Wunsch von, ja, leider sterbenden Kindern und Patienten zu erfüllen. Ein so ein Bild wurde jetzt noch einmal von ihm geteilt und das auch sehr, sehr emotional wiedergegeben. Hier geht es um den kleinen Elijah, welcher 2017 leider dem Krebs unterlag. Mark Hamill und ein paar andere Star Wars Fans waren von seinem Schicksal so ergriffen, dass sie ihm zu seinem Geburtstag noch ein gemeinsames Video schickten 2017. Einen Tag danach ist Elijah dann verstorben. Eine traurige, aber auch schöne Geschichte zu wissen, dass Luke Skywalker vor als auch hinter der Kamera irgendwo die Werte der Jedi vertritt. Und, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich sehe immer wieder, dass besonders in den Medien viele Stars sich auch Dinge zu Schulden kommen lassen, privat vielleicht totale Arschlöcher sind oder so Bockmist bauen, dass man sie eigentlich nicht mehr unterstützen sollte. Bei Mark Hamill ist das irgendwo so nie richtig der Fall. Er ist fantastischer Synchronsprecher, er ist Luke Skywalker und macht auch noch solche Dinge. Für mich als Fan ist das irgendwie schon ein schönes Gefühl. Und wie sieht das mit euch aus? Thema Nummer 3 führt uns ins Jahr 1976. In der Planungsphase von Star Wars, in der vielleicht nicht ganz so viel Budget zur Verfügung stand, war der Film trotz alledem ein Vorreiter, einmal in Special Effects als auch in der Animatronik.
Das heißt, Figuren wie zum Beispiel C-3PO, R2-D2 und andere Roboter wurden von sehr kreativen und tollen Leuten erbaut, welche uns in die immersive Welt von Star Wars noch weiter hineinziehen konnten. Und genau davon wurde schon vor 2-3 Monaten Footage, also Filmmaterial, geleakt, welche erste Testaufnahmen, die ihr jetzt im Hintergrund seht, von zum Beispiel R2 oder C-3PO gezeigt haben. Hier sieht man sehr, sehr schön, wie viel Gedanken sich die Leute auch um Kleinigkeiten gemacht haben, wie stark sich die Figuren am Ende noch verändert haben und was wir letzten Endes auch im Star Wars-Universum begrüßen durften. Ich bin mir sicher, das vielleicht nicht als heißeste News, aber irgendwo auch trotzdem schön zu sehen. Und das war's jetzt auch mit dem Video, liebe Freunde. Ich lasse mir jetzt die Haare wachsen, ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren, wenn ihr das sowieso nicht schon gemacht habt. Und wenn ihr schon gemacht habt, dann aktiviert doch einfach auch gleich die Glocke, denn dann verpasst ihr wirklich kein Video mehr. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen oder übermorgen mit einem neuen Video. Haltet die Ohren steif und möge die Macht mit euch sein. Euer Buddy. Jetzt auch nochmal aufs Video. Da, Scotty-Attacke, du hast mehr Haare als ich.